So, und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quetosmus 7. Das war kein deutscher Satz, aber damit willkommen zu einer weiteren Folge. So, das war deutsch. Wir sind zurück und heute gehen wir nochmal in unserem wunderbaren CLKLM. Ja, die 6,2 Millionen müssen sich ja auch am Ende rentiert haben. Und dadurch, dass wir Le Mans noch nicht fahren können, haben wir aber eine Alternative, wie wir Le Mans fahren können. Trick 17 hier, nämlich in der Mission gibt es ein wunderbares 24 Minuten Le Mans-Rennen. Natürlich gar nicht an die 24 Stunden von Le Mans. Was der zweite Teil dieser Mission ist mit Durchfahren oder Boxenstopp. Und natürlich müssen wir hier den CLKLM nehmen. Wir dürfen Rennwagen nehmen und da passt der Wagen natürlich perfekt rein. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch mal kurz ein bisschen an der Stellschraube drehen. Ne? Noch ein bisschen nachstellen, ist, wie ich meine. Weil ich habe nämlich Turbolader übersehen. Es gibt einen niedrigen und mittleren Drehzahl-Turbolader, der hohe natürlich nicht. Und wenn man nochmal drauf guckt, gibt das nochmal saftige 628 kW und 704 Newtonmeter, meine lieben Damen und Herren. Das müssen wir natürlich einmal mitnehmen. Vor allem für 13,5 wirkt so ein Turbolader für so einen CLK irgendwie ein bisschen. Was ist das für eine Trophäe, die ich jetzt bekommen habe? 10-mal einen Turbo-Lokomotor eingekauft. Da sehe ich mich. So, voll anpassbares manuelles Getriebe war scheiße, ne? Richtig, genau. Weil wir dürften, glaube ich, schon eins drin haben, würde ich. Aber wir haben voll anpassbares Renngetriebe drin. Jetzt macht Sinn. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Mittel-, Weich- und harte Reifen da. Theoretisch wäre es. Also, wenn wir keinen Boxstopp machen, müssen wir eigentlich harte nehmen. Weil, ne, mit hart kommst du besser durch, dies, das, ihr wisst Bescheid. Wir kaufen die einfach mal mit und dann gucken wir gleich vorm Rennen einfach mal, was wir denn so tun, ihr wisst Bescheid. So, das passt soweit alles, dann haben wir alles. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir noch ein bisschen an Drehschraube den Topspeed ändern können, weil wir fahren immerhin Le Mans. Natürlich mittlerweile mit Schikanen unterbrochen, aber ist es trotzdem immer noch relativ Topspeed-lastig, die Strecke. Dementsprechend, tief lassen wir immer noch widerlich tief, weil fährt damit absolut scheiße, aber ist ja wunderbar. So, Geschwindigkeit. Machen wir auf 380, das dürfte dann schon Fuchs nückeln. Reifen machen wir jetzt erstmal nochmal wieder die. Ich denke, wir werden auf jeden Fall maximal Mittel fahren, weil ich mir natürlich fahrtechnisch richtig sexy, aber ist leider auch distanztechnisch so ein bisschen ungeil. Weil ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet, ob das Spiel da irgendwelche Multiplikatoren aktiviert hat für die Verschleiße. Weil dementsprechend müssten wir uns natürlich ein bisschen zurückhalten. So, wir gehen mal. Das müsste bei Going on the Wind sein. Wo war das noch? Nee, das war nicht. War hier. Aber Sun also rises. Der braucht 24 Minuten. So, okay, fünffach alles. Ja, dann sollten wir nicht mit harten Reifen, mit weichen Reifen fahren, glaube ich. Das ist, glaube ich, dann nicht so smart. Weil dann kommen wir nicht weit durch. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, was der Kollege für den Sprit braucht. Ich kann den CLK gar nicht einschätzen, wie der gleich den Sprit da durchschlüpft oder ob der einfach ganz entspannt bleibt. Oder wir fahren halt so viel raus, dass wir Boxstopp rausgehen. Ich meine, es fahren Gruppe 3 Fahrzeuge auch mit, wenn man genau sieht. Aber halt auch Gruppe 1 Hybridfahrzeuge. Also ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt gewinnen können, bin ich ehrlich. Gibt nebenbei nur 5000, so lächerlich wenig, naja. Ich weiß gar nicht, ob wir es gewinnen können, weil die Gruppe 1 Fahrzeuge natürlich nochmal eine Stufe über uns sind. Wir haben ein Gruppe 2 Fahrzeug. Aber ich will es trotzdem mal probieren, weil wenn der Wagen hier hinpasst, dann wohl da. Hart oder weich, ich weiß. Wir gehen erstmal hin, wir gehen erstmal rein und dann gucke ich gleich, was ich mache. Ich bin mir noch nicht sicher, was die Reifen schon angeht. Erstmal ein Stückchen Käffchen, Leute. Man muss sich auch vorbereiten hier, mental. Können sich ständig ändernde Bedingungen bewältigen, dass ein Survivor, in dem eine 24 Stunden lange Geschichte in 24 Minuten gepresst wird. Oh. Oh, ich habe gar nicht ans Wetter gedacht. Warte mal. Ich kaufe mal sicherheitshalber Intermediate und Regenreifen. Ich habe das doofe Gefühl, dass das hier sonst mir das Genick bricht, wenn ich hier mit Rennreifen rumeier und es draußen schüttet. Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Es kann ja auch regnen. Es reicht so, wenn es 24 Stunden Rennen in 24 Minuten ist, kann das alle 2 Minuten regnen. Wir kaufen Intermediate. Ja, und stark. Komm, es sind nicht Bums. Wer sich gerade fragt, warum ich so dermaßen wenig Kohle momentan habe, also nicht mal meine Mille, es gab sehr viele japanische Gebrauchtfahrzeuge. Lassen wir das dabei, okay? Gut, danke. Und grundsätzlich habe ich mittlerweile mit einem Gebrauchtwagenhändler alles gekauft, was vor 2000 gebaut worden ist. Weil lohnt sich. So, jetzt gehen wir nochmal rein. 24 Stunden Le Mans. Das Geile ist natürlich, wenn es regnen würde, könntest du natürlich mit weich starten und dann durchprügeln wie so ein Geistesgestörter, weil halt, muss ja eh wechseln auf Dauer. Aber weiß halt nicht, ne? Weiß er halt nicht. Kannst halt auch, das kannst halt auch nicht, kannst halt auch nicht überlegen. So, jetzt nochmal rein. Wie gesagt, wir starten mal auf Mittel. Ich hoffe, das klappt damit. Oh ne, das Spiel passt die Fahrzeuge an mich an. Ah, das ist aber nice. Okay, geil. Ah, guck mal an. Nee, tut doch nicht. Hier ist ein LMA. Ja, okay, nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, das wären nur ältere Fahrzeuge. Aber wir haben hier leider. Oh Gott. Der P5 könnte vielleicht klappen. Ich weiß halt echt nicht, wie schnell der CLKLM im Vergleich zu den aktuellen Prototypen ist. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt 2 Peugeots drin. Ja, wir sind ja eigentlich eine Klasse zu niedrig, wenn man ehrlich ist. Aber na gut, wir probieren es trotzdem mal aus. Ich will trotzdem mal einfach das Rennen fahren. Wenn wir es nicht gewinnen, dann ist halt so, mein Gott. Bums. So, wir starten, denke ich, auf Mittel, würde ich sagen. Das dürfte funktionieren. Obwohl, hart könnte auch.
Mit hart könnte ich strecken, ne? Mit hart könnte ich durchfahren, wenn ich es drauf anlege. Wir gehen mal auf harte Reifen, dass unser Reifen nicht unser Problem ist. Dass wir nur auf den Sprit achten müssen. Wir machen es mal so. Komm, rein da. Gucken wir mal, wie es abläuft. Ich brauche den Spritverbrauch. Wo ist er denn? Da. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Runden man fährt. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie lange eine Runde ungefähr ist jetzt hier nochmal auf Le Mans. Das habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist jetzt gerade mein großes Problem. Na gut, schauen wir mal. Oh. Okay, auf Vollgas schaffen wir nicht mal 3 Runden. Okay, wir gehen mal auf 4 hoch. Ich glaube, wir kommen nicht um Boxstopp herum, habe ich das Gefühl. Aber wir schauen mal. Oh, mit dem Turbolader. Obwohl, wir haben jetzt ja einen Turbolader drauf, größere, ne? Wir haben ja mehr Leistung. Also vielleicht können wir mit dem Prototyp doch vielleicht mithalten. Warte mal ab. Das Problem ist, unser Turbolader könnte sich natürlich auch den einen oder anderen Sipp mehr Sprit, was natürlich nicht ganz so geil ist. Oh Gott, an dem Prototyp kommen wir aber ran. Ich habe gedacht, wir wären deutlich langsamer. Was ist das auf jeden Fall die, Gruppe 1. Wir fahren ja Gruppe 2. So, mal gucken, ob wir jetzt auf der langen Geraden hier mithalten können. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade nur auf Stufe 4, ne? Also wir sind weit entfernt von Vollgas. Aber das klappt anscheinend ganz gut. 3 Runden, ja, wir werden mehr als 3 Runden fahren, oder? Bei 24 Minuten? Ja, deutlich sogar. Ja, wir werden, glaube ich, nicht ums Stop herumkommen. Das Gute ist, wir sparen uns die Zeit für den Reifenwechsel. Das muss man einfach Positives sehen. Der Reifenwechsel ist bei uns. Hauptballer, ein bisschen schnell gewesen. Irrelevant, den können wir uns schenken. Also sparen wir damit ein bisschen Zeit, weil wir sind mit den... Wow. Okay. Da habe ich mir die erste Strafe eingeheimst. Ich dachte, das ist nur ein Multiplayer, so ein Problem. Von mir? Nein, das schaffe ich auch im Singleplayer. Wunderbar. Ja, der Strecke leider Strafe aktiviert. Wir bleiben mal auf Stufe 4 vom Sprit. Gucken mal, wie lange wir das damit ziehen können. Ich muss erstmal gucken, wie lange ich jetzt für eine Runde ungefähr brauche, dass ich grob weiß, wie viele Runden ich brauche und wie sehr ich den Sprit einstellen muss, damit ich nicht zu viele Boxstops fahren muss. Haben auf jeden Fall gut Dampf, ist schon mal gut. Der CEK kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen zeigen, was er kann. Ich will mal gucken, wie viele Runden wir schaffen. Das ist jetzt nämlich der wichtige Punkt, weil daran kann ich meinen Sprit ein bisschen messen. Ich bleib mal auf 4, das ist schon recht harmlos. Er macht aber schon Böcke, ey. Auch wenn da vorne schon gut welche wegziehen. Also wie gesagt, ich schätze mal, gegen ein paar der Prototypen werden wir keine Schnitte haben, weil die sind eigentlich auf jeden Fall eine Klasse über uns. Und das sind einfach modernere Fahrzeuge vor allem auch noch. Da ist Handling und Grip-Niveau halt nochmal ein ganz, ganz anderes als hier in unserem TLK. Der auch sehr geil ist, aber wie gesagt, da ist nochmal ein Unterschied leider. Ein schönes wäre. Jetzt hier an den F1 ran. Anscheinend haben wir auf jeden Fall ein bisschen Dampf. Oh, das war zu spät. Scheiße. Weil wir gegen den GTR ganz gut mitgehen können. Ja, da ist die Haltlinie, okay. Eine halbe Sekunde überlebe ich. So, das ging noch. Das war jetzt nicht so schlimm an der Stelle. Es gibt schlimmere Straflinien auf anderen Strecken. Hier hast du noch nicht so viel. Hier hast du zumindest nicht so viel Speed aufgebaut. Bei vielen Strecken wirst du ja in den Vollspeed-Passagen mit drin abgebremst. Das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Also alles gut. Platz 14 haben wir schon mal. Oh, der macht so Bock. Ne? Man merkt, dass der Wagen hier einfach prädestiniert für ist. Dem liegt die Strecke. Ich mag Le Mans nebenbei auch sehr gerne. Es ist eine sehr schöne Strecke. Ich fahre sie sehr gerne in Spielen. Macht halt einfach sehr viel Spaß zu fahren. An dem R8 hier mal vorbeischießen. So, da haben wir den schon mal. P13. Ja, Bronze will ich zumindest auf jeden Fall Minimum erreichen, aber da mache ich mir eigentlich nicht so die Sorgen, dass das nicht drin sein sollte. Schikane hier vor Start Ziel. Und dann haben wir jetzt gleich unsere erste Grundrunde. Komm. Ja, 4 Minuten. Ne? Etwas weniger als 4 Minuten. Also fahren wir 6 Runden mal locker flockig. Ja, wir müssen. Ja, okay, ich fahre mal auf 4 weiter. Wenn wir so fahren, schaffe ich es mit einem Boxenstopp. Wir fahren mal mit dem Spritverbrauch, dann können wir uns vielleicht. Kommen wir auf einen Boxenstopp raus. Ich weiß nicht, ob das so der Durchschnitt ist. Ohne zu fahren kann ich uns hier CLK vergessen. Ah, oh, scheiße. Ja, oh, das hat Zeit gekostet. Dumm. Also ohne Boxenstopp kann ich vergessen, weil wir haben einen zu krassen Spritverbrauch. Der schluckt einfach zu viel. Ich meine, ich fahre auf Stufe 4. Wir könnten zwar noch runtergehen, aber dafür ist die Strecke zu viel mit Tempo besetzt, dass ich hier meine Leistung krass eingrenzen sollte. Vor allem gegen die Prototypen. Wir
könnten das hinter dem kurvigen Abstieg, könnte ich das machen. Hier auf der Geraden würde ich schon gerne durchladen. Obwohl, hier können wir auch auf 6 gehen. Naja, das geht schon. Wir können immer noch Leistung gut abrufen. 300 fahren wir immer noch ungefähr. Wir gucken mal. Ja, obwohl, ich habe jetzt schon die erste Runde gefahren. Wir schaffen es eh nicht durch. Also wir schaffen nicht, ohne Boxstopp schaffen wir es nicht mehr. Die erste Runde hat schon zu viel reingefressen. Und nicht schon wieder die Abkürzungsstrafe. Oh, diesmal nicht. Diesmal war ich aber noch auf der Strecke, Kollege. Da war der Reifen noch neben dem Körper. So, okay, schnell. Okay, wohl. Schnellste Runde sind wir sogar gefahren. Ich sag mal so, wenn das der Fall ist, dann wäre das vielleicht sogar möglich, dass wir hier auch trotzdem einen Sieg mitfahren. Weil ich meine, wir sind auf jeden Fall schneller als die Prototypen momentan. Wobei man ja auch sagen muss, dass wir ja gerade einen CLK auf Drogen fahren, mit dem wir den mal den Turbolader da reingeprügelt haben. Also. Jetzt kein langsames Auto mehr. Das ist gut, war er von vornherein schon nicht. Also, vorher ist das eigentlich eine recht langsame Krücke, ne? So ein Fiat Punto tut's auch. Wir sind auf jeden Fall die Runde auch nochmal schneller als unsere Bestzeit vorher. Ich sag mal so, 3-4 Runden kann ich fahren. Und da müssen wir vielleicht stoppen. Wir müssen aber so ein bisschen Blick bleiben, was die Gegner so machen. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, ob der Tagesverlauf auch läuft. Also, obwohl, doch tut er, ne? Was geil ist, wenn wir gleich in die Nacht reinfahren, auch schön die lange gerade in Nacht mit dem CLK durchprügeln. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Aber ich sehe, wir haben auf Platz 1 jetzt gerade 55 Sekunden Rückstand. Heilige Scheiße, Alter. Ja, die werden auch nicht viel, viel weniger, wenn ich ehrlich bin. Also nicht so krass, wie ich mir das wünschen würde. Also wir sind vielleicht schneller, aber nicht so viel schneller, als dass wir 55 Sekunden, glaube ich, reinfahren. Das ist, glaube ich, unser Problemchen. Der fährt sich aber auch so gut, ne? Also wenn man einmal ein bisschen in den Groove mit dem Wagen reingekommen ist. Boah, da war ich zu spät. Fährt der CLK sich sehr, sehr angenehm. Also wirklich schön schnell, geiles Handling. Das ist schon sehr ordentlich. Ja, die bauen den Vorsprung weiter aus, was ich nicht ganz verstehe, obwohl ich hier lila Zeiten fahre. Normal müssen die ja dann lila Zeiten fahren, oder liege ich da ein bisschen falsch? Ich weiß es ja nicht. Aber so langsam sieht man die Flämmchen, es wird nämlich dunkel. Da gibt es wieder schön Barbecue. Hier geht schön im dritten, hier muss ich keinen zweiten reinsetzen. So, ich hole mal zumindest schon mal auf P11 auf. Wie gesagt, ich will zumindest einen Bronze haben. Das ist aber jetzt. Oh, nee, guck mal, der erste sind schon drin. Da stoppt schon der erste. Ah, ist ein Peugeot sogar hier. Krass. Okay, auf den hole ich sogar auf. Es fährt denn auf Platz 1 darum. Ah, sicher die alten Prototypen. Okay, ein CLK LM ist gerade drin. Einer fährt gerade nicht mehr. Der ist jetzt gerade reingefahren. Damit haben wir schon mal P10. Wir müssen aber auch dran denken, dass wir natürlich auch nochmal die Box müssen. Ne? Das darf ich natürlich nicht. Boah, Alter, sieht das mit der Lichtquelle gerade geil aus. Das Auto so angeschienen. Vor allem mit dem leichten Glitzerlack, den wir drauf haben. Und an den Flammen schießen. Das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Da ist nur einer bisher reingekommen, ne? Also. Große Boxenstops gab es sonst vorher nicht. Wait. Oh oh. Oh oh. Ist ja dann auch zu regnen. Ich hab's richtig gehört. Ja. Unten, ja, ihr seht's nicht, aber ja, die Strecke wird nass. Scheiße! Ja, moin. Ich hab gut, dass ich die Reifen gekauft hab. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen im Blick behalten, ab wann wir auf Intermediates gehen sollten. Natürlich doof für den einen, der jetzt gestoppt hat. Der Stopp ist jetzt komplett irrelevant geworden, weil, ja, wie gesagt, es regnet ja jetzt. Dementsprechend kann er gleich wieder reinfahren. Also den Platz haben wir damit gewonnen. Wetter ist auf unserer Seite. Boah, ich bin mal gespannt, wie der CLK jetzt funktioniert. Ich zeige euch gerade mal das Wetter, warte mal. Da, ihr seht unten der Regen. Das ist auch nicht gerade direkt wenig, da kommt direkt relativ viel runter. Ist momentan auf jeden Fall noch Intermediate-Wetter. Also ist jetzt Intermediate-Wetter, ich meine, ich bin auf Rennreifen unterwegs. Am besten ist das nicht der Reifen, den wir jetzt gerade fahren sollten. Ja, wir schauen gleich mal. Ja, doch, Reifenwechsel. Ja, scheiße, hoppala. Jo, jetzt ist rutschig. Ja, da bin ich einmal gerade ins Kies geschossen. Gib mir keine Strafe, ich bin extra langsam gefahren, Spiel. Wow! Alter, ist es nass. Junge! Ja, rausbeschleunigen ist mir den Reifen jetzt gerade gar nicht mehr. Scheiße. Komm jetzt, bitte, Finn Grip, bitte. Komm.
Ich komme nicht mehr von der Stelle. Wagen! Das ist Traktionskontrolle. Ich brauche kurz Traktionskontrolle. Nee, nicht Bremsbalance. Das da. Boah, Junge. Komm jetzt! Okay, wir müssen Traktionskontrolle stellen. Ich gerade auf Stufe 2. Ist mir Bums, weil ich krieg die Karre jetzt nicht mehr bewegt. Alter Verwalter. Ist es rutschig geworden. Holy shit. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Keine Chance mehr, Alter. Boah, ich hämmer mich jetzt gerade reihenweise weg, weil ich keinen Grip mehr auf den Bremsen kriege. Ich rutsche komplett geradeaus durch. Scheiße. Boah, Junge. Das ist halt schon so nass. Hinten werde ich aufgeholt gerade. Ich krieg keinen Grip hin. So gar keinen. Also wirklich nicht. Ich stehe auf der Bremse und ich fahre einfach geradeaus. Ich kann es auch nicht unterbrechen. Das ist Wahnsinn. Das ist gerade wirklich unberechenbar. Genau das, was sie meinten, das Wetter. Junge, es schüttet wie aus Eimern hier. Die Strecke steht komplett unter Wasser. Ich hier mit Rennreifen unterwegs. Ja, PC wäre schön. Alter, ich krieg ihn nicht rum. Ja, die ersten sind in der Box alle. Die stoppen natürlich jetzt alle. Ja, ne, anderer Ziel, KLM. Die KI schafft es aber lustigerweise sehr viel Grip zu entwickeln dafür, dass wir auch auf Rennreifen sind. Also, der wird ihn nicht auf Intermediates gewechselt haben. Ich würde sie gerne sehen, was die KI drauf fährt, aber man sieht es, glaube ich, nicht, ne? Och, Junge. Na, er hat auch Grip-Probleme. Aber nicht so stark wie ich. Ich Traktionskontrolle Stufe 2 fahre ich immer noch quer. Alter, jetzt komm! CLK, bitte! Boah! Ey, der ist nicht fahrbar. Ich kann nicht mal im vierten Gang aufs Gas gehen, ohne durchdrehende Reifen zu haben. Das ist lächerlich. Er ist lächerlich. Hallo! Boah, Junge. Ja, die ersten sind schon wieder draußen. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt kacke für... Ich darf natürlich von Idealien nicht runterkommen. Ja, da war eine Pfütze. Keine Chance. Ich habe voll eingelenkt. Sieht nur noch geradeaus. Ich habe überall Aquaplaning hier. Eieieiei. Ja, rein müssen wir sowieso wegen Treibstoff. Ja, er macht aber auch recht langsam hier, der Kollege. Das Problem ist, macht man jetzt in den Heels oder Regenreifen drauf? Wir sind über der Hälfte. Ich sehe wegen dem Treibstoffding nicht, wo ist die scheiß Boxengasse? Ich sehe die Einfahrt gar nicht, Alter. Er fällt aber auch rein. Oh, Bruder, fahr doch bitte! Komm jetzt! Wir müssen nicht mit 10 km reinrollen! Ich hab jetzt keine Zeit für. Hier, Spiel gibt mir dafür eine Strafe und rast dich aus. Nur wenn er da meint, mit 2 km reinzurollen. Oh, das wurde plötzlich hell. Oh, scheiße, was machen wir? Ja, komm, wir gehen auf Regenreifen, drauf geschissen, komm. Es ist dreiviertel voll unten die Regenanzeige. Deswegen würde ich behaupten, wenn es so weiter regnet, werden Intermediates schon nicht mehr funktionieren. So würde ich sehen. Also ich würde sagen, Intermediates funktionieren gleich schon nicht mehr. Heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf Vollregen. Hoffen, dass es gut wird. Wenn die Reifen gar keinen Bock haben, habe ich die Arschkarte. Weil dann... Ah, ich habe gerade bei MIM gesehen. Shit. Nee, da fahre ich mit Medium. Okay. Nee, der hat auf Hard gewechselt? Der Blendschild hatte gerade M und dann H stehen. Als ob der... Ja, moin. Genau. Aber wir können jetzt durchfahren, das restliche Rennen. Die Hälfte der Zeit ist rum. Über die Hälfte der Zeit ist rum. Heißt, mit unserer Spritstrategie schaffen wir das, weil das Wetter momentan so scheiße ist, dass wir genug Zeit verschwenden. Das ist das Geile. Dass wir da durchkommen. So, bitte sind die Regenreifen jetzt das Maß der Dinge. Dann raste ich aus, wenn das so wäre. Ah, wir haben... Medium... Weich. Die fahren hier teilweise medium weiche Reifen. Obwohl, die sind mit denen wir jetzt reingekommen, ne? Ja, Grip ist immer noch so mangelbar. Ich gehe immer noch mal auf Traktionskontrolle Stufe 2, sicher. Dass ich mich nicht unnötig wegwickel. Dann hat es aufgehört zu regnen. Das ist jetzt ein Gag, ne? Aber das Spiel mich doch jetzt echt verarschen, oder? Es hat wirklich gerade aufgehört. Und ich bin jetzt hier auf Regenreifen unterwegs. Das... Oh Gott. Oh nö. Ja, Strecke wird trocken. Also nicht trocken, ist immer noch nass wie Scheiße auf der Strecke, meine ich, aber es regnet nicht mehr. Ey, das ist doch jetzt ein Gag und ich habe darauf spekuliert, dass es mehr regnen wird. Ja, ich hätte aufs Regenradar schauen sollen. Was sagt das Regenradar?
Ja, gar nichts mehr. Geil. Toll. Oh, fuck off. Das Regenradar gibt's ja nicht für Omo. Ich habe das voll verplant, da drauf zu schauen. Das war jetzt dumm. Ich sag mal so, momentan bei dem aktuellen Wetter, also die aktuellen Bedingungen auf der Strecke, funktionieren für mich ja immer noch. Problem ist, ich fahre mir die Reifen jetzt halt tot. Ich habe halt keinen Grip, weil die Reifen jetzt zu warm werden gleich. Sobald es jetzt nicht mehr nass genug ist, werden die Reifen kochen. Und dann habe ich dadurch Gripverlust. Weil an sich müssen wir nicht mehr rein für den Boxenstopp, weil zeitlich haut das jetzt hin. Aber rein technisch müssten wir für den Reifen. Wir sind noch immer bei der Hälfte bei Regen auf der Strecke. Nur die Hälfte Regen auf der Strecke ist eigentlich Intermediate-Wetter. Und nicht harte Reifen. Na gut, wir gucken mal, was wir so rausgeschüttelt kriegen aus dem Ärmel. Lichtstimmung ist auf jeden Fall gerade geil mit dem Sonnenaufgang, das kommt schon sehr nice. Und das Event macht so oder so trotzdem Bock. Und ich mag, dass die Events so eine leicht taktische Komponente drin haben. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Regen nicht jedes Mal an derselben Stelle kommt. Dementsprechend das Ganze natürlich dann immer ein bisschen umgeworfen wird. Macht auf jeden Fall Bock, ich mag diese bisschen längeren Rennen. Wir haben noch die eine Stunde Rennen, die müssen wir uns auf Dauer auch noch geben. Aber das hier ist schon sehr geil an sich. Oh ja, aber ich kann es ein bisschen wieder bremsen. Gehört den Unterschied an zu der Runde davor, da bin ich einfach geradeaus durchgefahren. Ja, noch funktionieren die Reifen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich fahre ja auch gerade mit Traktionskontrolle. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich mich damit nicht jetzt wegwickel. Ich würde eigentlich gerne noch irgendwie in die Top 10 kommen, aber ich glaube, Matsuda allein auf P10 ist viel zu weit weggefahren durch meine ganzen Fehler. Ja, wenn ich auf die Map gucke, ist ewig weit weg. Ich muss halt hoffen, das sollte noch stoppen vielleicht. Wenn die Strecke so nass bleibt, dass ich mit den Regenreifen draußen bleiben kann, das ganze Rennen, restliche Rennen über. Aber noch funktionieren sie ganz gut. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Die machen ihre Arbeit, bin ich ehrlich. Ich merke, dass ich immer noch unten das Bremsen aktiviert habe. Das habe ich am meisten für Multiplayer-Rennen. Aber ich mache bei dem Rennen jetzt hier aber auch ganz gut Sinn, um ein bisschen konzentrierter zu bleiben. Ja, ich komme aber an Furukawa im anderen CLK nicht wirklich ran, ne? Die Scott mittlerweile auch mit der 3,40. Also die sind nochmal ein gutes Stück schneller geworden, die Jungs. Ich meine, meine schnellste war 3,46. Die Zeit von ihm zu schlagen, wird jetzt eh unmöglich auf Regenreifen, weil ich das Tempo gar nicht fahren können. Ja, noch funktionieren die Reifen erstaunlicherweise sehr gut. Ich bin echt begeistert. Die nutzen sich auch jetzt nicht exzessiv ab, weil daran wird es ja auch erkennen, wenn sie aber viel zu heiß werden würden. Wir sind aber, gehen jetzt langsam aufs erste Drittel von der Regenanzeige runter und das ist nicht gut. Da will ich nicht sein. Die Sonne kommt raus, es regnet nicht mehr. Pickup wird die Strecke in den nächsten 1-2 Runden sehr ungünstig für mein Setup. Und kann ja der KI-Fahrer weit rein. Ja, aus der Kurve raus bin ich mit Traktionskontrolle ein bisschen am Leiden. Ich muss eigentlich nur hoffen, dass da vorne, wie gesagt, jemand noch einen Boxstopp machen muss, weil dann ist P10 drin. Und ihn hier catchen, aber das dürfte ich schaffen. Wenn die Wetterbedingungen mir die Reifen nicht kaputt machen. Jetzt sind wir auf dem Drittel runter. Ja, die Strecke trocknet immer weiter ab. Gut, klar, Sonne scheint ja. Lege ich ja nicht weiter, wäre ja auch komisch, wenn nicht. 5 Minuten haben wir noch, sind noch 2 Runden. Ja, Spritmenge lasse ich auf 4, dann schaffen wir auf jeden Fall das Rennen zu Ende. Ganz safe. So, P11 können wir jetzt hier holen. Wir haben auf jeden Fall einen Überschuss auf der Geraden, sehr gut. Mich interessiert, was er für Reifen fährt, ey. Das würde mich echt interessieren. Ob die KI wirklich auf ganz normale weitere Reifen gegangen ist. Die meisten haben echt Glück gehabt, dass genau in dem Moment danach der Regen aufgehört hat. Wenn die wirklich kurz vorher gewechselt haben, haben die kurz ein paar Kurven scheiße gehabt und danach ging es ja. Ich finde es halt geil, dass man, wenn es regnet, Scheibenwischer anhat, aber wenn man jemanden mit Gischt vor sich hat, ohne Scheibenwischer fährt. So, like, what the fuck, das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil, ja, du siehst halt trotzdem nichts. Aber ich sehe auch gerade, jetzt sehe ich gerade, wie viel Platz wir zu P10 haben. 50 Sekunden, Alter, so viel war es vorher zu P1. Ja, da brauchen wir nicht träumen, selbst im Boxstop ist das nicht mehr einholbar. Schade. Weil das Wetter hat mich halt wirklich eiskalt erwischt, ey. Ich habe damit ja schon prognostiziert, indem ich die Reifen da gekauft habe am Anfang.
Aber dass die CLK halt auf den harten Reifen im Regen dann so unbrauchbar wurde innerhalb von ein, zwei Kurven, habe ich halt überhaupt nicht abgesehen. Das war halt Wahnsinn. Oh ja, oh doch, jetzt fangen die Reifen abzunutzen. Eieiei. Ja, die Hinterreifen kriegen gerade bös Benutzungsspuren. Zeige ich das Spielchen mal. Ja. Jetzt aber. So, ihr seht, ja, hinteren Reifen fangen langsam aber sicher an, sich abzunutzen. Weil die Strecke ein bisschen zu warm wird. Das ist unser Problem. Wir sind zu trocken und dadurch werden die Reifen zu warm. Die Kombination ist leider jetzt gerade sehr ungünstig für uns. Aber wenn es gut läuft, müssen wir noch eine Runde. Ja, fahren wir noch eine Runde, wenn es gut läuft. Ja, von den Gegnern ist auch keiner mehr gestoppt. Obwohl, die müssen, wenn sie Glück haben, noch zwei Runden fahren. Aha. Oder ist es die letzte Runde eingeläutet vom ersten Fahrer? Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir noch zwei vor uns. Oh. Ne, sind welche rein? Auf, Achtung, die 9 und 10 sind reingefahren. Okay, die waren auf Intermediates auf jeden Fall. Okay, die haben doch auf Regenreifen gewechselt. Okay, also nicht auf Regenreifen, sondern auf Intermediates. Wäre, glaube ich, auch die bessere Wahl gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber die kommen jetzt nochmal rein. Ja, Problem ist, bis zur Box sind noch so viele Meter, Alter. Wir müssen jetzt mal Attacke fahren und gucken, ob wir das vielleicht noch drankommen. Aber 50 Sekunden glaube ich halt einfach nicht, dass wir die noch holen. Das wäre krass, wenn der Boxstopp so lange dauern würde. Wo wir tanken und Reifen wechseln, weil die. Ja, die gehen auch. Ja, der erste schon raus. Und auf weich vor allem. Ja, brauche ich gar nicht versuchen. Der fährt ja ein ganz anderes Pace jetzt wie ich. Ja, beide schon drauf. Beide gerade rausgekommen. Ah, schade. Schade. Hätte ich die Fehler nicht gemacht, wäre aber drin gewesen, glaube ich. Immer noch 54 Sekunden Vorsprung. Like, what the fuck? Als hat der Boxstopp keine Zeit gekostet. Willst du mich jetzt verarschen spielen? Mal CLK hinter mir jetzt auch reingefahren. Ja, die gehen jetzt alle von den Regen und Intermediates jetzt natürlich wieder auf normale Rennreifen drauf. 30 Sekunden sind es. Okay, das macht jetzt mehr Sinn. Problem ist, die werde ich nicht reinfahren können. Und ich will auch nicht mehr stoppen. Ich fahre jetzt durch mit den Regenreifen. Wir fahren die jetzt halt kaputt, ist jetzt egal. Ich will mal sicher gehen, dass wir nicht noch an den CLK einen Platz abgeben. Obwohl ich auf, sagen wir mal, auf normalen Reifen schneller wäre. Aber ihr seht schon, ne? Trockenlinie sieht man ganz gut. Theoretisch müsste ich hier die ganze Zeit fahren. Also da, wo es noch dunkel ist auf der Strecke. Um die Reifentemperatur runterzuhalten. Damit ich mir die Reifen jetzt nicht komplett zerstrote. Ja, wir gucken mal. Gehen wir mal ein bisschen mit den Reifen ans Limit. Wollen wir mal gucken, was zur Reifenabnutzung in dem Spiel so geht. Oh, jetzt wirklich fast kein Wasser auf der Strecke, ne? Ja, selbst neben der Ideallinie ist fast nichts mehr da. Scheiße. Oh, Junge, Junge. Der erste Viertel der Hinterreifen ist jetzt schon am Abrauchen. Das ist nicht so gut. Ja, schaffen wir schon durch damit. Die Kontrolle können wir mal wieder ausmachen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist ja trocken genug mittlerweile. Und wenn es mal nass ist, packen die Regenreifen ja. So gut sie halt noch können. Ja, wir haben wieder kein Glück gehabt. Das hat mich an der falschen Stelle erwischt. Ich hatte die ganze scheiß Strecke noch vor mir. Das war mein Problem. Wir hatten die ganze Runde noch im Regen vor uns. Und der CLK hatte so gar keinen Bock auf die Wetterbedingungen mit dem Reifen. Aber der Regenreifen funktioniert wunderbar, wollte ich gerade sagen. Und fängt jetzt das... Ja. Oh ja, genau. Genau. Warum auch nicht? Warum kriege ich einen Appel so einen Tankslapper? Was ist denn jetzt los? Der kam unerwartet an der Stelle. Ich bin da ganz normal aufs Gas gegangen. Krass. Okay, Platz 1 insofern auch noch rein. Krass, die ersten waren sogar noch über der Midi jetzt, okay. Ich bin mal gespannt, ob ich noch eine letzte Runde fahren muss, dann nicht von der Zeit her, nein. Aber ich denke mal, weil die Gegner noch in die letzte Runde reingefahren sind, muss ich die letzte Runde natürlich auch noch fahren. Also werden wir noch eine weitere haben. Oh, was für ein Sprit merke ich gerade, sehr kuschelig wird. Ich muss auch, denke ich mal, letzte Runde mal ganz kurz noch ein bisschen auf... Junge, Junge, die Reifen haben jetzt gar keinen Bock mehr, jetzt ist vorbei. Boah, ja, die sind auch komplett runter vor allem. Ja, jetzt haben wir das andere Problem. Ich zeig's euch mal. Ja, da ist ein bisschen viel rot mittlerweile. Okay, nee, wenn die Zeit abgelaufen ist, abgelaufen. Okay, nee, nee, die fahren dann nicht mehr weiter. Okay. Ist die letzte Runde, gut zu wissen. Ja, das kriegen wir wohl irgendwie noch gewuppt jetzt. Das kriegen wir wohl irgendwie noch durchgefahren. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich noch ein paar Mal eindrehe. Leider einen Platz am Bronze vorbei. Naja, wir werden auf jeden Fall noch mal einen Besuch hier abstatten, sobald wir auch ein Gruppe 1 Fahrzeug haben, würde ich sagen. Dann...
Ist, denke ich mal, ein guter Zeitpunkt, sich hier nochmal wieder hinzubegeben. Mit einem richtigen Prototypen. Aber ich wollte den CKLM trotzdem mal hier gerne auf der Strecke ausfahren. Und im Rahmen so eines Rennens fand ich das jetzt gar nicht so schlecht. Dann kriege ich auf jeden Fall kein Problem mehr, das ist auf jeden Fall safe. Noch so ein, zwei Runden weiter und die Reifen wären schon halb tot hinten gewesen. Die kannst du dann gar nicht mehr gebrauchen, die fahren sich dann richtig Krütze. Kriegen natürlich, wie gesagt, kriegen jetzt einfach abnormal viel Temperatur. Man sieht, die Reifen haben gar keinen Grip mehr. Das ist komplett Schmierseife. Viel, viel, viel zu weich, das Profil jetzt. Ja, ja, alles gut. Guck mal her, mit der Einstellung hätte ich nicht noch eine weitere Runde geschafft. Schau mal eine an. Ich finde halt nervig, dass diese Anzeige, die halt richtig an einer beschissenen Stelle im Bild hängt, also direkt vor der Fresse, das hätte man auch ein bisschen schöner platzieren können, aber naja. Ah, schade. Boah, komm schon. Ja, da hat mich das Wetter leider falsch erwischt, ey. Naja, da hat mich das Wetter leider an einem falschen Zeitpunkt erwischt, muss man einfach sagen. Ja, Wiederholung speichern aber trotzdem. Und ich würde sagen, mit dieser Enttäuschung gehen wir zurück ins Studio. Obwohl, nee, wir haben noch ein Roulette-Ticket. 4 Sterne sogar, da können wir da kurz noch reingucken. Das vielleicht werden wir dann nochmal enttäuscht, ne? Mehrere Enttäuschungen mitnehmen ist ja immer so mein Ding. Deswegen, da gehen wir mal ganz kurz noch rein. Das gucken wir uns auch ganz schnell mal an, liebe Leute, natürlich. Das muss natürlich sein. Und ja, wie gesagt, dann gehen wir auch immer noch hin, wenn wir ein Gruppe 1 Fahrzeug haben. Ich glaube, da läuft das dann ein bisschen erfolgreicher, hoffe ich mal. Außer das Wetter erwischt mich wieder voll ab. Zack, aber naja, gucken wir mal. Wir schauen mal. So. Ist aber alles gar nicht mehr so schlecht. Obwohl das eine werden höchstens 10.000 sein. Gut, ein Auto nehme ich gerne. Autos geschenkt nehmen wir immer gerne. Spart uns viel Kohle. Sehr geil. Vegan Trophy, Gruppe 4. Der Trophy ist ein Gruppe 4 Fahrzeuger, krass. Ja, aber nice, den nehme ich gerne. Ja, der ist doch schick. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gab auch gut Punkte, Guia. Das hat sich auch gelohnt. Das war dann doch noch ein gutes Ende. Und damit wäre ich auf jeden Fall raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.